Hey Freunde, willkommen zurück zu Legend of Zelda Skyward Sword. So, wir sind hier wieder zurück im Burgnord in der letzten Folge. Ich weiß gar nicht mehr, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Hat Link gerade geschielt? So, auf jeden Fall. Heute will ich hier erstmal einiges erledigen. Und zwar will ich jetzt erstmal diese ganzen Schätze haben. Die wir durch die Artefakte der Göttin, was ist das denn hier so? Artefakte der Göttin bekommen. Was sollen wir denn jetzt überhaupt noch machen? Also wir sollen die Geister suchen, ne? Die Geister auffinden. Moment, wir haben ja wir haben nur einen. Wir haben nur den Wassergeist gefunden. So, ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal hier runter. So, denn ich weiß jetzt endlich, wie man an diese andere Kiste da hinten dran kommt. Nämlich muss man einfach zu Terrys Insel fliegen. Aber ich kann ja auch mal so schauen. Da bei der Kürbisbar, da weiß ich leider immer noch nicht, wo das Teil ist. Terrys Insel. Ja, und da. Ich mache jetzt einfach mal so Teile hin. Moment, das ist komplett falsch. So. Was ist das da? Ah, da ist nach Risha. Da ist auch so ein Teil. Das sieht man ja kaum. Dann mach ich mal so. Ja, komm, dann gehen wir gerade da rein. Ey, wo willst du denn hin? Ah, stimmt, beim letzten Mal haben wir... Oh nein. Haben wir gegen Narisha gekämpft oder Narisha? Kann ich eigentlich überall hier rein oder muss ich unbedingt da durch das Loch noch? Okay, ich muss durch das Loch. Oder? Hä? Na gut. Oh, guck mal, ist ja jetzt wieder schönes Wetter halbwegs. Ist Narisha. Da unten war diese Insel. Ich höre den doch. Ist da unten? Ne, das ist doch da, oder? Ach, der fliegt hier rum. Ja, das muss da oben drauf sein. Durch diesen Stamm. Vielleicht ganz oben drauf, oder? Da war ich schon mal. Ah ja. Oder ist sie das? Ja. So. Und was haben wir hier drin? Oh! Die kleine Bombentasche. 5 weitere Bomben, okay. Die Tasche ist voll. Ach stimmt, ich habe ja auch noch die Flasche im Itemlager. Ne? Was ist denn hier nach Riesche? Ich sehe den gar nicht. War der Block? Ah, da hinten. Ist sie da oben oder wo? Was ist denn nach Riesche? Ach da! Okay. Sorry. Stürzflug. Ach so, und dieser Boss, den wir da beim letzten Mal besiegt haben, da auf Narisha, also in Narisha, also dieser dieses Augenvieh da, ja, das, ah, da habe ich ja den Namen gar nicht richtig ausgesprochen. Der hieß nämlich, wann, wie hieß der? Ich habe das nachgeschaut. Glubschäugiges, nee, halt, oder? Fauläugiges, fauläugiger Riesenparasit Barasbarat. Also hieß der. Mit dem ich überhaupt irgendwie, kommt mir das hier so leise vor. So, jetzt muss ich, oh verdammt. Da hinten hin. So,
Von hier aus sieht das tatsächlich gar nicht so weit entfernt aus. Das heißt, wir gehen da mal schnell hin. Was ist das da eigentlich? Keine Ahnung, aber da ist noch nichts. So, das da oben ist Harrys Insel. Das da ist die andere Insel. Ich weiß gar nicht, was für eine Insel das ist. Meine Katze schreit schon wieder. Ey, halt! Ey! Hier waren wir doch schon mal. Das kann weg. Aber muss ich bestimmt hier durchtauchen, oder? Ey! Ey, wie mache ich diese Attacke nochmal? Hä? Hä, jetzt geht's. Wie habe ich das gerade gemacht? Hä? Ach so. Den Nunchuck schütteln. Alles schon wieder vergessen. Jetzt aber. Hallo? Da ist meine Kiste. Ich will da hoch. Und was haben wir denn hier drin? Oh. Noch eine Herzmedaille. Die ist natürlich auch im Itemlager. Da gehen wir jetzt. Ey, war das eine Fee? Na gut. Gehen wir jetzt noch zu Terrys Insel. So, und die ist da oben. So, und es ist tatsächlich. Oh nein, ich habe schon wieder falsche Taste gedrückt. Mittlerweile müsste ich das doch wissen. Oh Gott, der dachte schon davon. So, okay. Falsche Richtung. Und was haben wir hier drin? Ein Herzteil. Oh. Dankeschön. Wenn wir mal hier unten schauen, ja, das Teil kann weg. Ist das auch noch was? Das ist so die Kürbisinsel. Ja, keine Ahnung, wo da noch eine Kiste ist. Die haben wir ja schon mal gesucht. So, ist hier jetzt noch irgendwas am Tag? Ja, jetzt kann ich hier rein. So, was soll das hier? Hier ist nichts. Nichts. Ja, okay. Dann würde ich sagen. Warte, wo ist denn diese Kürbisinsel jetzt? So, wo gehen wir denn jetzt hin? Gehen wir zuerst. Sollen wir das chronologisch machen oder?
Ach komm, wir gehen jetzt zuerst hier nach Elden mal. Da waren wir eigentlich erst, aber na gut. Na, wobei, wir wissen gar nicht, wo da der Wasserdrache ist. Wir haben ihn noch gar nicht gefunden. Aber ich glaube, das muss so sein. Den finden wir, glaube ich, jetzt erst. Ich weiß nicht. Aber wir haben eigentlich jedes Gebiet doch schon erforscht, oder etwa nicht? Ah ne, halt, ich wollte ja... Ich wollte nochmal zum Itemlager gehen. Und dann soll ich zuerst da rein. Und dann zuerst da hinten. Ach, keine Ahnung. Ne, halt, da hinten, das ist ja Ranel. Und ihr habt mir gesagt, oder? Ne, das habt ihr mir gar nicht gesagt, das habe ich selbst herausgefunden. Und zwar nämlich... Ja, was heißt selbst herausgefunden? Ich hab's halt nachgeschaut. Also jetzt nicht, wie es weitergeht, sondern wenn man da den Wasserdrachen begegnet, den darf man nicht als erstes machen oder irgendwie darf man nicht mit dem Goronen reden und danach direkt zum Wasserdrachen oder irgendwie sowas, weil das löst nämlich einen Bug aus. Nein, Moment mal, was soll das jetzt hier? Hier will ich doch gar nicht hin. Hä? Was soll denn das? Hier will ich nicht hin. Wo bin ich hier überhaupt? Und dahin. So. Also, hier brauche ich erstmal nichts. Ich will endlich mal mein Schild verbessern. So, hier ist mein Itemlager. Ja, dafür müssen wir so einen Vogel fangen. Ja, ich möchte es sitzen. Ich kann Sachen auch verkaufen. Moment, was ist das? Medizinmedaille. Hä? Was macht denn das Teil? Kann ich schauen, was das macht? Nee. Ach, das sind alles Sachen, die ich habe. Moment mal, das nehme ich ganz sicher aber mal mit. Ah, mir fehlt hier so eine Tasche. Große Deko-Tasche. Ich glaube, die kann ich mal wegmachen, weil die brauche ich nicht. Dann nehme ich das Teil auf jeden Fall mal mit. Das Schatzteil, das brauche ich auch, ja. Medizinmedaille brauche ich, glaube ich, nicht. Was ist das? Was habe ich? Ah, ne, hier. Ja. Herzmedaille, Herzmedaille. So viel Herz brauche ich auch wieder nicht. Das kann ich verkaufen. Ich will das verkaufen. Aber kann ich das denn nicht verkaufen? Ich will das verkaufen, verdammt! Was machen denn meine Katzen da draußen? Sortieren. Alles klar, das würde wunderbar. Aber ich sortiere das wirklich immer. Aber wie kann ich das denn verkaufen? Ach, keine Ahnung. So, auf jeden Fall. Ich glaube, dieser heilige Schild mache ich mal weg. Den brauche ich nämlich gerade nicht. Und dann nehme ich hier diese dritte Flasche noch mit. So, dann mache ich das Teil dahin. Das Teil mache ich dann dahin und das da. So. Da. Trapo. Items verbessern, Schild reparieren. Nee. Warte mal. Mach mal Items verbessern. Das Schild kann ich ja verbessern. Also das Schild, was ich da habe. Moment, das kann ich nicht verbessern. Ne? Nee, brauche ich Wüstengras. Dafür brauche ich die Bienenlarven. Aber das hier geht. Ja, mache ich das jetzt einfach mal. Ich bin fertig hier! Dankeschön, du hast den harten Eisenschild erhalten.
Ja, danke schön. Kannst du das nochmal verbessern? Ja, tatsächlich. Oh. Ah, natürlich. Stark. Okay. Ja, ja, tschüssi. Ja, okay, dann gehe ich jetzt erstmal hier weg. Ich will aber schon mein Schild auf dem Rücken haben. Das ist erstmal ausgehen, ne? Okay. So. Ja, toll, genau da. Nee, dann will ich ja eigentlich nicht hin. Ach komm, dann gehen wir halt hier zuerst hin. Und ich glaube, den Rest, den mache ich offscreen. Also wenn ich jetzt diese drei Drachen hier gemacht habe, dann nehme ich sorry. Dann nehme ich erstmal die ganzen Herzteile und was auch immer. Ihr habt mir auch gesagt, es gibt Juwelen der Güte. Oder irgendwie so heißen die. Die gibt's ja auch, oder sowas ähnliches, gibt's ja auch in dem Minish Cap. Das spielen wir ja hier nach. Dem Teil hier. Also sprich, nächsten Monat oder so. Oder vielleicht diesen Monat, ich weiß nicht, wann das Video hier rauskommt. Ey, Moment mal, der hat ja Geld dabei, das sehe ich jetzt erst. Ja, und die bekommt man halt, wenn man irgendwelchen Leuten hilft. Ich habe das Gefühl, ich habe schon ziemlich vielen Leuten geholfen, aber irgendwie doch nicht. Da habe ich auch irgendwie nichts bekommen. Peter, ich habe dir was zu berichten. Im Wald von Firona hat sich anscheinend eine Veränderung stattgefunden. Ja, ich sehe es auch schon. Die Dinger sind gar nicht mehr da. Ein Absprung dorthin ist momentan nicht möglich. Ja, ist natürlich klar, ist klar. Was ist denn da passiert, verdammt? So, Siegelhain, Tempel des Siegels, Hintereingang. Wo will ich denn hin? Siegelhain. Da, ich gehe mal hier hin. Weil, als ich letztens gegen den Verbannten gekämpft habe, da habe ich ja geguckt und das Teil ist nicht mehr auszufinden. Diese Vogelstatue. Entweder hat der andere da seine Schiene hingebaut oder. Ich weiß nicht. Was passiert da jetzt? Nee. Hä? Das ist immer noch da. Ah ja, aber das ist jetzt hier zugebaut, sonst ging das ja hier runter. Nein! Ich drohne, wie gibt's das denn? Dieser Kerl ist schon wieder zurück. Ne, das ist doch jetzt wirklich ein Schwach. Kaum angesprochen, schon kommt er noch. Ein Moment, ich bringe mich schnell in Stellung. Zum dritten Mal? Das ist doch nicht wahr. Ich hab den doch vor zwei Folgen erst besiegt. Was zum? Oh, oh, gleich geht's los. Ja, dann tu doch was, Mensch. Keine Panik auf der Titanic. Du kennst ja mein mächtiges Katapult bereits. Solange wir das haben, kann dieser Koloss keine Angst, kann uns dieser Koloss keine Angst einjagen. Solange wir das haben, ja, solange der Vorrat reicht. Dieser Kerl ist wirklich mein Schicksalsgegner. Tony, pass auf, dass er mir nicht zu nahe kommt. Ja, schön. Also, natürlich helfen wir ihm natürlich mal wieder. Ach. So. Ja, okay. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Komm, ist das jetzt eigentlich Zufall, dass der kommt? Kommt er jetzt immer wieder, wenn ich hier reingehe ins Dings oder was? Ich will es gar nicht wissen. Und da ist er wieder, der Todbringer. Der Verbannte Teil 3 jetzt im Kino. Verdammt, jetzt ist er schneller. Da ist er schon wieder. Ja, wer willst du das denn noch sagen? Du sagst das gleiche immer wieder. Kerl ist nicht klein zu kriegen. Denn er kommt immer wieder. Strolli, wir machen es einfach wie beim letzten Mal, was? So machen wir es wie immer wieder. Arne. Verdammt, der hat doch jetzt. Aber oh, was ist denn? Achso, du warst das gar nicht. Ja, sorry, sorry, sorry. Oh, verdammt. Ja, bitte schön hier. Oh, verdammt, ich hab daneben gezielt. Oder? Natürlich.
Lass mich in Ruhe, du Zehfuß. So, geh hier hoch. Schnell, 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 schnell. Oh nein! Ich hack dir deine Beine ab. Der geht gleich wieder hier hoch, ich weiß es doch. Schnell! Oh nein! So, Sirland, betäub dich mal kurz. Ey, komm mal schnell her hier. Wo sind deine Bomben? Ah, jetzt, okay, okay, okay. Und bam. Gut, 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 gut. Ich dachte, der ist schon Viertel oben. So, erstmal haben wir ihn schon. Was ist das denn jetzt? Der Teufelskreis? Ey, was macht der da? Los! Jetzt fliegt er auch noch. Ich glaube, er will direkt zum Tempel. Sonst holen wir den Kern vom Himmel. Das ist doch nicht wahr. Ja toll, was sind denn deine Bomben, ihr guter Mann? Jetzt, okay, okay, okay. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh nein! Ey! Das ist doch nicht wahr! Das ist doch andauernd hier bricht. Bricht. Was ist mit Bricht jetzt? Das ist doch andauernd Betrug. Ja, komm, gleich ist er oben. Der kommt, der kommt. Wo sind denn deine Bomben her? Das war Betrug. Ja, gleich ist er da. Jetzt ist er da. Ey, das ist doch Betrug. Wenn man den einmal nicht trifft, dann ist er direkt Betrug. Und ich habe ganz genau auf den gezielt. Zuerst ist er erst gar nicht da weitergegangen. Aber das war wirklich meine Schuld, weil ich da noch mit dem Teil hier nach rechts, nach links lenken musste. Aber dann einfach, ich habe auf den gezielt, habe die Bombe geworfen und die ist hinter den geflogen. Ja, komm, ist gut hier. Was hast denn du jetzt noch zu sagen? Wenn jetzt wieder irgendwas mit der Batterieleistung erzählst. Ich hab die Batterie... Meine Analyse des Angriffsmusters des Gegners. Das hast du schon mal gesagt. Ich will deine Analyse nicht. Ich weiß, wer den besiegt. Visiere einen Gegner durch Drücken von Z an und drücke dann das, um mich zu rufen und mehr über ihn zu erfahren. Dankeschön, dass das war... Ja, okay, ich glaube, das war wirklich das Hilfreichste, was du je gesagt hast. Auch wenn ich es eh schon gewusst habe. Okay, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Wir warten gerade ein klein bisschen. Okay, jetzt. Ey, was war denn das? Habt ihr das gehört? Der wollte gerade irgendeine Attacke machen oder so. Das hat sich so angehört, als ob seine Füße irgendwie kaputt gegangen sind. Also seine Zehen oder seine Hände. Wann hat er überhaupt Hände? Achso, seit dem zweiten Kampf. So, ja, du bist schon wieder da und nimmst deine weitere Bombe hier. Und der fliegt. So, Moment. Der kommt ja jetzt bestimmt dann gleich hier runtergeflogen. Bam, jetzt aber. Und er fällt. Er fällt, und fällt immer weiter und fällt immer weiter und auch der fliegt ganz runter. Ja, das war knapp. Mein Katapult hat mal wieder seine Zukunft geleistet. Wie bitte? Seine Zukunft hat er. Oh, toll, jetzt ist er genau auf der anderen Seite. Schnell, 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 schnell. So, okay, das zweite Mal. Jetzt läuft schon eine. Nee, ich sag gar nichts. Ich sag gar nichts. Der Herr macht das gleiche schon wieder. Was ist das? Das Beben hat den Weg verschüttet. Ich komme hier nicht weiter. Was sollen wir jetzt tun? Ich
Ui, steck zum Tempel hoch und komm schnell hierher. Ja, ganz toll. Schnell, bevor der hier wieder den Weg hier kaputt macht. Schnell, 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 schnell. Boah, guck mal, wie schnell die hier hochgeht. Verdammt, wo ist der Wind? Okay, da geht's hoch. Okay, was tun, was tun, was tun? Hallo, ich bin da. Ich, Trolli, ich habe alle meine Bomben aufgebracht. Da ist doch noch eine. Jetzt bleibt uns nur eins, Trolli. Du musst dich direkt auf seinen Kopf schleudern. Beeil dich, das ist der einzige Weg. Ja, 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 natürlich. Gut, du bist auf dem Katapult. Ziel auf dich, Schnellziegel. Nein! Ey! Nein! Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ich habe nichts gedrückt. Ja, toll, jetzt hat er es schon wieder geschafft. Ey, das ist doch nicht wahr. Das ist einfach 1A Betrug. Wo ist denn der Typ jetzt? Ja, toll, ganz da hinten. Okay, aber wir haben noch ein klein bisschen Zeit. Komm schnell, komm schnell. Los, ich spring dich um, du Affe. Nein. Schnell, los. Oh, na endlich. Gott sei Dank. Ey, hätte der das jetzt noch erwischt. Ey, das war's doch wieder komplett. Wenn der noch ein einziges Mal kommt, dann reiß ich dem sowas von dem Kopf ab. Oder ich reiß ihm ganz sein Siegel aus dem Kopf raus. Los, Strolli. Ja, okay, ich weiß, was ich machen muss. Das Teil sah doch letztens noch irgendwie anders aus, oder? Schrulli, das war ziemlich knapp. Das habe ich auch gedacht, nachdem ich mich an dem dran vorbei katapultiert habe. Da haben wir doch mal Glück gehabt. Ich gehe gleich zum Tempel. Beeil dich und komm nach. Kann ich so ein Katapult auch hier unten stehen, damit ich direkt da hoch kann? Jetzt darf ich den Weg schon wieder hier hochgehen. Okay, was ist hier los? Du hast dieses Ungeheuer ein drittes Mal gebannt. Und ich hoffe, es war auch das letzte Mal. Schrolli, Bardo, ihr beide habt Großes geleistet. Aber die Abstände, in denen dieses Ungeheuer das Segel bricht, werden immer kürzer. Wir haben kaum noch Zeit. Heißt das jetzt, er kommt schon wieder? Hast du einen Hinweis auf den Verblieb des Teufels gefunden, Strolli? Ja. Du suchst also die drei Drachen. Die drei Geister, wollte ich gerade sagen. Die drei Drachen. Die drei Drachen.
Wenn du das Heldenlied von ihm gelernt hast, wäre es der Weg zum Tempel. Was? Von hier aus ist der Wald von Firon am nächsten. Es kann nicht schaden, dort nachzusehen. Es gibt allerdings ein Problem. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Irgendwie wurde der Wald von Firon überflutet. Ist das jetzt dein Ernst? Ich muss zu unserer Sicherheit das Tor zum Wald verschließen, um zu verhindern, dass das Wasser auch den Tempel überflutet. Du kannst das Tor also nicht öffnen. Denn sonst steigt auch hier das Wasser. Jetzt stellt sich die Frage, wie du in den Wald von Firon gelangst. Ja, das kannst du mir überlassen. Mit dem Kampffallen ist mir eine neue Anwendung für mein mächtiges Katapult eingefallen. Ich schieße dich einfach mit voller Kraft direkt in den Wald. Der neue Swimmingpool. Ich bereite alles vor. Komm schnell nach. Komm nach. Ach, er ist im Grunde ein guter Junge. Aber er stellt meine Geduld ganz schön auf die Probe. Ja, das glaube ich. Also dann, Schrolli, gib auf dich acht. Gib keine neuen, gib acht. So, Freunde, aber ich würde sagen, dass... werden wir dann in der nächsten Folge tun, bevor jetzt irgendwie die Story weitergeht. Also in der nächsten Folge werden wir dann wohl irgendwie den Wasserdrachen mal fragen, was er da gemacht hat. Also wahrscheinlich, das wird doch der wahrscheinlich sein. Wir sollen zum Wasserdrachen und hier ist alles überflutet, wo normalerweise kein Wasser sein sollte. Ja, deshalb würde ich sagen, ich verstecke mich jetzt hier im Gras. So, damit mich keiner sieht, mache ich noch schön ein graues Schild vor mich im grünen Gras, weil da sieht man keinen Menschen. Ich wink noch schön mit dem Schwert hier. Ich halte das gerade nach unten, nach oben. Ups, ja. So, und dann sage ich, würde ich sagen, bis nächstes Mal und ciao.